Guten Tag. Ja, guten Tag ist gut. Guten Abend. Bei mir ist noch zu laut auf dem Ohr, ne? Aber so laut ist es doch gar nicht, oder? Ist es laut? Ich glaube nicht. So, schauen wir mal. Ich habe Bock, heute ein bisschen hier auf Weltreise zu gehen. Genau. Was machen wir denn hier? Standardeinstellungen mit Zeitbegrenzung. Ja, ich glaube, ich mache einfach mal eine lustige Startrunde. Einfach mal so. Genau. Einfach mal chillig, chillig drauf losstarten, die Welt genießen hier. Palmen. Super. 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 Schön ist es hier. Industria Chimica. Floppinius. Eine Flu. Einen Blumendingens. Das klingt mal sehr spanisch hier, ne? Also von der Sprache meine ich. Was ist das für ein Hund? Was ist das für ein Hund? Ah, er hat etwas Angst vor dem Auto, glaube ich. Okay. Das ist sehr wichtig, um zu wissen, wo wir sind. Haben die Hunde Angst oder nicht? Nord-Estazione, fremda au portao. Keine Ahnung. Das klingt doch nicht spanisch. Das ist nicht spanisch, das ist komisch, glaube ich. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Was will er denn von mir? Unfassbar. Paré, das hatte ich schon mal gehabt. Paré, was war denn das? Brasilianisch oder so? Ah, schon so lange her. Last Kiwi, was war denn nochmal? Paré, das war doch bestimmt. Brasilianisch oder so Quatsch. Ja, irgendwas stimmt hier nicht, habe ich das Gefühl, mit der Steuerung irgendwie. Na, jetzt geht's wieder. Ein komischer Bus. Ja. Oh, ist ja schon so lange her, wo ich das gespielt habe. Das ist nicht Spanisch, das muss Brasilianisch sein oder so. Aber das sieht nicht aus wie Brasilien, oder? Escola Municipal. Nicht sicher. Aber schön ist es hier, ne? Schön ist es hier. Ja, wir fahren auf der rechten Seite. Das ist schon mal auch eine Information. Ah, da ist was. Da ist was. Was steht hier? Schon wieder was hier. Kinderkleidung und so was. Frau, Mann, Kind. Super. Super. Aha. Was ist hier los? Das ist eine Durchreiche. Was haben wir hinten stehen? Was ist da drin? Autoreifen zu verkaufen und ein BR-Tisch oder was? Cool. Was haben wir hier? Mercado, sowieso, da Familia. Was ist das für eine Telefonnummer? F. Was ist das hier für ein Auto? Oh, das ist ein Schild. Habe ich gar nicht gesehen. BR277. Also wenn das Brasilien wäre, müsste ich sowas bestimmt finden, oder? BR277. Das ist bestimmt eine größere. Was ist denn sowas hier? Man weiß es nicht. Kann das sowas sein? Sind das diese Straßen, die gemeint sind? Nicht sicher. Ist das Brasilien? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Brasilien ist. Was haben wir denn da? Atos Nauraçaria oder so. Ich könnte mal gucken, ob ich die 277 finde. Ich bin gar nicht mehr in Brasilien, oder? Doch. Ich
könnte mal gucken, ob ich die 270 finde. Wenn ja, könnte ich gucken, ob diese Namen da drin sind. Also in der Nähe sind. Man weiß es nicht. Lars Kiwi, komm, rede ich vom schon. Schon ist er da. Unfassbar. Wie ist das? Zauberei. Geil ist Brasilien, ne? Das war letztes Mal mit dem Paare, ne? Das hat mich genannt. Da war irgendwas. Brasilien. Paare. Hi. Guten Abend. Das ist meine Ehre. Oh, der Steven ist auch da. Steven, was ist mit dir los? Du musst doch arbeiten. Musst du, Quatsch, du hast Frühschicht, ne? Du hast Frühschicht. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Das heißt, du musst schlafen. Steven, du musst schlafen. Guck auf die Uhr. Guck mal auf die Uhr. So, 277. Ich finde diese Straße nicht, oder? Soll ich da irgendwie noch weiter gucken? Hier, 267 habe ich. 272 habe ich. Ah, 277. 277. Hier habe ich was. Okay, wenn das die 277 wäre. Wenn das die Straße wäre, dann müssten diesen Orte, die da stehen, C Largo, müssten wir ja eigentlich sein, ne? Das müsste dann die gleich. Ich gehe auch gleich. Ah, alles klar. Okay. Wolltest du Hallo sagen, ne? Okay. C Largo suche ich. C Largo. Das Lago Embargo. Das gibt es aber nicht hier, ne? Das heißt, wenn ich das hier nicht finde, werde ich einfach irgendwo draufklicken. Ist das noch kleiner oder was? Ich bin wahrscheinlich komplett falsch, ne? Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Oh, geht doch länger, als ich dachte, die Straße da. Ach hey, hier endet sie schon. Lagoa gibt es hier. Ja, okay. Ich glaube, ich klicke gleich auf irgendeinen Punkt drauf. Ist hier okay. Ich höre schon auf, genau zu suchen. Ich hab dich verstanden, Brasilien. Ist okay. Ja, Cascavel kannst du mir sagen, ja. Ja, ist okay. Hab dich verstanden. Ich gehe noch gerade noch hier weiter gucken. Also, wenn hier nichts ist, dann bin ich ja schon weg. Dann lasse ich dich in Ruhe, Brasilien. Lass du mich aber auch in Ruhe. Wie ist dein Urlaub? Mein Urlaub ist super, ne? Mein Urlaub ist super. Ich mach nichts quasi. Ich mach gar nichts, ne? Ich mach nichts, mache ich. Man muss ja das im Urlaub machen, was einem am meisten bringt, ne? Gibt ja Leute, die gehen dann hier, keine Ahnung was, ne? Die machen dann einen Aktivurlaub. Aber ich mache gar nichts, ne? Genau das bringt mir am meisten. Ne? Beim Sommerurlaub hab ich einiges geplant, ne? Ich hatte ja auch geplant gehabt, in meinem jetzigen Urlaub ein bisschen wandern zu gehen, aber als ich dann heute Morgen oder gestern, glaube ich, rausgeguckt habe, gestern war das, dachte ich mir, ach nö, du, lass mal. Ist mir gerade. Es ist mir gerade vergangen dann, ne? Die Lust am Wandern. Aber das mache ich auf jeden Fall im Sommer, ne? Essen, ab und zu aufs Klo, bisschen was essen. Du hast Dings vergessen. Du hast vergessen, Netflix, ne? Und Amazon. Da bin ich momentan, ne? Ja. Da binge ich eine Serie nach der anderen durch, ne? So, ich rate es einfach mal hier. Oh, ganz weit weg. Ist da auch die 277? Tatsächlich, hier ist auch eine 277. Campo Largo, da steht's doch. Wieso steht da 277? Das muss ich überprüfen. Da ist die 277. Ah ja. Jetzt guck mal an. Naja, ich habe Brasilien entdeckt. Ich habe Brasilien entdeckt, wollte ich gerade sagen. Ich habe Brasilien angeklickt. Guck mal. Ist okay. Ist okay. Für den Laien wie mich. Alles gut. Chilling. Ja, absolut. So muss das sein. Jetzt hier chill ich hier in meinem Urlaub halt an Orte, die ich niemals erreichen werde. Aber tue ich doch. Und zwar hier. So, wir sind hier wahrscheinlich in USA. Schätze ich mal. Maximum 40. Wir sind. Der Lars Kiwi wird mir recht geben. Wir sind wahrscheinlich in USA. Schätze ich mal. Eben zwar im Wenderly Park sind wir, ne? Der Wenderly Park. Der ist bekannt. Der ist bekannt, der Wenderli Park. Frankreich, jawohl, klar. Frankreich. Natürlich. Frankreich.
Siehst du, er sagt schon, USA oder Canada. Oh Kanada, oh Kanada. Und wenn man sich dort beschwert, ist Kanada. Was steht hier drauf? Komm. Aber wo komm? Komm ist groß, ne? Komm ist ziemlich groß. Komm ist sehr, sehr groß. Komm. Okay, Glas Kiwi. Dann ist jetzt die Frage, Ost oder West? Sind mir noch zu wenig US-Flaggen? Oh, der war gut. Oh, der war gut. Du hast recht. Du hast recht. Ja, ich war einmal in meinem Urlaub, war ich mal in den Staaten gewesen. Und jedes scheiß Drecksgebäude hat eine US-Flagge, ne? Unfassbar. Unfassbar. Da waren wir in irgendeinem Burgerladen, ne? Und was hat der Burgerladen? Überall US-Flaggen, ne? Das nenne ich mal Patriotismus, ne? Alles Patriotismus. Oh, Toronto. Oh, ich habe gerade aufgepasst jetzt, ne? Der Park existiert in Kanada. Ja, toll, aber ich stehe doch Toronto. Ja, okay, ist ja gut. Es war doch nicht USA, ne? Das ist aber cool, ne? Zu sehen, oh, das sind keine US-Flaggen. Das kann nur Kanada sein. Das ist genial, ne? Das finde ich super. Das muss ich mir behalten. Das ist super witzig, ne? So, was ist denn Toronto? Toronto ist bestimmt hier irgendwo, oder? Habe ich das schon mal gesucht, Toronto? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesucht habe. War ich schon jemals in Toronto hier in dem Spiel? Nicht sicher. Nicht sicher, aber Toronto ist auch groß, ne? Sehe ich gerade. Soll ich den komischen Park da suchen, oder was? Wie hieß der Park? Ich habe den Park vergessen. Wo grün ist. Sunbrook Park. Wie heißt der Park nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, verdammt, ey. Wo war denn der nochmal? Ich hab's verkackt, ich finde den nicht mehr. Ich gehe einfach an den Start zurück. So, schön an den Start zurückgegangen. So, wo ist der Park wieder? Man weiß es nicht. Toronto, ja, ich hab's ja entdeckt jetzt. Ah, ist ja was. Der Wenderly Drive. Der Wenderly Park war's, oder? Was, der Wenderly Park? Am Wenderly Drive? Ja, das habe ich schon mal entdeckt, ne? Aber ich finde den Park jetzt nicht mehr, ne? Wie ist der Wenderly Park? Ich habe keine Ahnung. Was steht hier drauf? Ja, ein Postauto aus Kanada. Wenderly Park, Alter, so schön ist mal Wenderly Park. Na, guck ich mal weiter. Hier gibt es ja ganz viele Parks. Zum Glück sind die alle schön beschriftet hier, ne? Die sind alle schön beschriftet. Was ist das denn für ein Park? Valley Park. Marie Curtis Park. Humbe Bay High Park. Ich hoffe, ich sollte vielleicht noch am anderen Punkt gehen, oder? Ob ich hier. Ich sollte vielleicht mal vielleicht nach irgendwas. Nach irgendeiner Sehenswürdigkeit gehen oder so. Was in der Nähe ist. Es gibt doch mehrere Parks als gedacht hier. Ah, es ist schon. Ah, war doch nicht so einfach. Doch nicht so einfach. Was ist das für ein blaues Schild hier nochmal? Die Lois Avenue. Bringt mir das irgendwas? Da hinten ist ein Riesengebäude, ne? Aber es ist am Horizont. Gibt es hier sonst nichts Gescheites? Was waren die Straßennamen? Nicht sicher, da gibt es auch noch große Gebäude da hinten am Horizont. Was haben wir hier? Blumen. Wenderly Park. Ja. Na gut, die Autos bringen mir jetzt auch nichts, ne? Hier ist eine Kreuzung. Große Kreuzung, vielleicht ist das irgendwie. Ich habe hier Geschäfte auf jeden Fall mal. Ne? Was habe ich denn für Geschäfte hier? Vielleicht kann ich da was machen. Ein Haarsalon. Eine Sushi-Bar. Und große hier Dingens mit allem möglichen. Vielleicht finde ich das irgendwo. Nee, das kann ich vergessen, oder? Ich kann nicht vergessen. Ich sollte einfach draufklicken. Verdammt. Verdammt. Toronto Zoo. Ja, ich sollte mir jetzt keine ausreißen, oder? Ich sollte einfach draufklicken und dann sagen, ah, okay, auf 50 Kilometer bin ich dran.
Na komm, machen wir das so. Machen wir hier irgendwo, wo es ein bisschen grüner ist oder was. Alles klar, Steven. Gute Nacht und frohe Schicht, ne? Moje. Mach's gut. Schön, dass Sie da waren. Na komm, ich klicke einfach mal drauf. Zack. Oh ja, gut. Glenpark, das war er, oder? Nein, das ist der Wenderly Park. Hätte ich doch weitergesucht. Ja, okay, 6 Kilometer. Ist okay. Ist okay. Okay. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das für ein Auto? Hä? Na, seltsames Nummernschild hier. Kann ich schon zurückfahren? Seltsames Nummernschild, Rechtsverkehr. Russisches Kennzeichen. Das war ein russisches Kennzeichen? Das war ein russisches Kennzeichen, interessant. Okay. Das ist aber jetzt ganz, ganz mies, ne? Wenn wir jetzt in Russland sind, das ist ja ganz mies. Das könnte ja auch Mongolei sein oder sowas, ne? Das könnte auch Mongolei sein oder so, Rotz. Das ist alles hier, gibt es gar keine Zivilisation. Oh, hier ist was. Ah, da sind wir. Habe ich mir doch gedacht. Okay, dann werde ich einfach mal irgendwo draufklicken, ne? Weil Schilder helfen mir auch nicht. Schilder helfen ihm auch nicht hier. Hä? Hä? Was? Nee. Na gut, okay. Schilder helfen mir nicht. Ich werde einfach irgendwo draufklicken. Das hat ja keinen Wert. Das hat ja keinen Wert. Ich klicke jetzt einfach mal hier irgendwo in die Pampa rein. Westliches Russland. Hier irgendwas da. 1000 Kilometer ist in Russland ja nix. In Russland ist halt ein Katzensprung, ne? Ja, ist ja nix. Ja. Oh, was ist hier los? Was ist denn hier los? Abrisskommando, was ist denn hier? Wie sieht denn das hier aus? Hier ein paar Mauern hier und dann drin ist gar nichts. Das sieht schon seltsam aus hier, ne? Gelbe Streifen. Linksverkehr, so wie es aussieht. Hä? Router Historiker. Okay. Eine historische Route. Fonda La Cabana. Das klingt schon wieder so irgendwie nach Spanisch. Da sind größere Schilder da hinten. Habe ich schon Linksverkehr gesagt? Nicht mehr sicher. Oh, La Paz. La Paz sagt mir aber was. Und 57. Ich weiß ja nicht, was mir La Paz sagt, aber La Paz sagt mir irgendwas. La Paz sagt mir irgendwas. Irgendwas sagt mir La Paz. Hier ist La Paz. Ich wusste doch. Irgendwas da in der Nähe. Okay. Mexiko. Viva la Mexiko. Okay, wir sind also hier irgendwo da in der Nähe, ne? In Niederkalifornien, oder wie heißt das da, ne? Okay, die Frage ist natürlich jetzt, wir sind natürlich jetzt noch nicht in La Paz, ne? La Paz ist ja da hinten. Das ist ja das. Wir sind nicht in La Paz, sondern wir sind hier geradeaus geht's Richtung Dolores. Da können wir auch mal suchen gehen. Und zwar Dolores und Guanajuato. Guanajuato. El Coyote. Verstehe. Hey, Kurt! Welch angenehme Ehre. Das ist mir eine große Freude. Das freut mich aber. Ja. In meinem Urlaub mache ich Urlaub, ne? So sieht's aus. So, ich habe vergessen, was ich suche. Guanajuato und Dolores. Aber die finde ich einfach nicht, ne? Ich bin einfach zu blöd. Oder ich bin zu dicht dran, oder was? Kann das sein? Nö. Vielleicht wäre ich nördlich davon. Ne, auch nicht. Ja dann. Ja dann weiß ich nicht, wo ich bin. Dann weiß ich nicht, wo ich bin. Lavender gibt es hier und Las Palmas und Buena Vista. Social Club und
Dolores, keine Ahnung, wo das sein soll. Keine Ahnung, wo das sein soll, aber okay. Ich werde das einfach mal so hinnehmen, ne? Ich werde das mal so hinnehmen und dann einfach mal auf La Paz drücken. Ist das vielleicht ein Ortsteil davon oder was? Dolores, Gedönches. Keine Ahnung. Ja, sind wir irgendwo hier auf der... Aber wie hieß die Straße noch? Da ist eine Straßennummer. 57. Kriege ich einfach in der Nähe von der 57. Es gibt gar keine 57. Es gibt gar keine 57. Die haben mich verarscht. Das ist gar nicht hier in der Nähe. Ich bin ganz woanders wahrscheinlich, ne? Und La Paz ist noch 500 Meilen entfernt. 57, ja, wo soll das denn sein? Ich bin schon an der Grenze zu USA, ne? 57. Da ist die 57, okay. Die 57 geht bis hierhin anscheinend. Salito. St. Louis sowieso, 57. Die geht bis Mexiko-Stadt oder was? Wollt ihr mich verarschen? Die ist Querétaro. Hier. Das habe ich schon mal. Und das Dolores-Dingens. Guanajuato, wo ist das? Aber ich bin eher hier irgendwo, ne? Dolores Hidalgo, hier haben wir was. Ein HGO heißt Hidalgo. Das ist, wenn man geradeaus fährt. Und links geht's auf die 57. Hier, ne, wenn man von hier kommt. Ne, wenn man von hier kommt. Geradeaus und links geht's auf die 57. Wenn man links fährt, geradeaus. Das heißt, ich muss von hier irgendwo kommen. Ich muss von irgendwo hier kommen, würde ich sagen. Oder? Ich bin irgendwo hier, oder was? Geradeaus Richtung Dingens und links geht's dann. Ich habe keine Ahnung. Oder weiter hinten. Ne, Guanajuato ist geradeaus. Und hier ist Guanajuato. Ich bin hier irgendwo. So, ich fahre geradeaus nach Guanajuato oder links Richtung La Paz 57. Na komm, besser krieg's nicht hin. Ich rate jetzt einfach mal. Okay. Ich war doch weiter oben gewesen. Ah, hier, links geht's Richtung. Ja, okay, so kann man es aussehen, ne? So kann man es aussehen. Ja, okay, okay. Ah, hm. Oh nein. Hm. Roter Sand. Aber es ist zu viele Palmen, um, damit es der Mars ist. Das kann der Mars nicht sein. Also bin ich schon wieder in Afrika irgendwo, in Kenia oder so. Oder ich habe wieder die Länder vergessen, die es sein können. Tunesien. Kenia, Südafrika, deine komische Swasiland, Lesotho, das kann es alles sein, ne? Aber ich glaube... Ne, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur raten, ich würde Kenia raten, ne? Weil es noch ein bisschen grün ist. Na, wahrscheinlich ist es... Keine Ahnung. Ich kann ein bisschen rundfahren hier, damit man ein bisschen schön hier die Aussicht genießt hier und sieht schön aus. Ist immer sehr tropisch, ne? Das wird mich wieder zweifeln lassen, ein bisschen. Wird mich wieder ein bisschen zweifeln lassen, aber hier gibt es ja gar nichts, ne? Hier gibt es nur Straße und Tropen. Da wäre ich nämlich schon wieder irgendwo in Südafrika, ne? In Südamerika wieder. Wenn es darum geht. Aber hier gibt es echt nichts anderes, ne? Also Last Kiwi. Was hast du dazu? Afrika oder Südamerika? Das ist, keine Ahnung. Oder Kord. Kord, was ist los? Kord, sag mal was. Kord. Kord. Hilf mir. Kord. Lass mich nicht im Stich. Was ist hier? Was ist das? Das ist Südamerika, ne? Templo Central. Das ist Südamerika. Oder Mittelamerika.
Okay, ist Mittelamerika. Das ist eine Mischung aus Mittel und hier kann ich gar nicht weiter. Okay. Okay. Dann ist es hier Kolumbien oder so Quatsch. Das ist Kolumbien, so Quatsch, oder? Oh, koche gerade. Was gibt's denn zu essen? Sag an. Ich muss... Inspiriere mich bitte. Oh, hier ist... Viech. Hier sind Viech. Wo sind sie hin? Da. Was ist das? Eine Kuh. Boah, ganz viele weiße Kühe hier. Okay. Hackfleisch, Lauchsuppe. Okay. Ich würde jetzt... Hackfleisch würde ich ersetzen durch Tellerlinsen. Aber ansonsten ist das okay. Na, komm, ich mache jetzt einfach hier Kolumbien oder so. Ich bin in der Nähe von Medellin. Nee. Irgendwo, wo es richtig grün ist. Hier. Nee, Cali-Kartell. Nee, ich bin in Medellin bestimmt in der Nähe. Bestimmt hier irgendwo. Hier. Da bin ich bestimmt. Naja. Okay. Jedenfalls habe ich schon mal mit Südamerika richtig gelegen, ne? Wo war ich denn da? Brasilien? Am Arsch der Welt in Brasilien. Wow. Okay. Ah, Spiel beendet. Du warst scheiße. Okay. Tellerlinsen, Käse, Lauchelbis. Genau das. Richtig. Hackfleisch würde ich ersetzen. Hackfleisch ist so unnötig. Kann man immer super mit Tellerlinsen ersetzen. Ne? Alles, was du mit Hackfleisch machst, egal was. Tellerlinsen. Superfood. So, okay. Was war das jetzt für? Es war irgendwie komisch, ne? Ich mach's nochmal. Es war komisch. Ja. So, wir haben Rechtsverkehr. Wir haben eine... Da fährt ja jeder irgendwie. Kann das sein? Links, rechts, oben und jeder fährt. Was steht auf dem Bus da drauf? Ich kann es nicht lesen. Schade. Was steht da auf dem Gebäude drauf? Achso, steht gar nichts drauf. Okay. Autos erscheinen mir sehr europäisch zu sein. Obwohl, was ist das denn? Meridovot. Was? Sieht aus wie osteuropäisch. Da ist ein Schild. Oh Gott, ich sehe schon kyrillische Schrift. Oh Gottes Willen. Warum? Warum? Oh nein. Okay. Das ist bestimmt die tiefste Mongolei, das da. Ne, ist es nicht. Es könnte auch die Ukraine sein. Aber es bringt mir gar nichts, hier weiterzugehen, ne? Unfassbar. Ja, bringt mir nichts. Ich war einfach mal westliches Russland. Das mache ich immer. Das klicke ich immer. Ich stecke einfach in der Nähe von Moskau oder was. Das sieht nicht aus wie die Mongolei. Ich meine einfach irgendwo in der Nähe von Moskau hier irgendwo. The outskirts of Moskau. So. Jo, gut, so schlecht war es jetzt nicht, ja. Es war nicht schlecht. Ist das ein Land, was du da geschrieben hast, Lars Kiwi? Ist das ein Land? Du hast ein paar Vokale vergessen, oder? Achso, Kirgistan. Oder wie heißt das? Kirgisistan. So ein Land gibt es. Sagt mir irgendwas. Das Land habe ich schon mal gehört, ne? Wie heißt der Ort? Joschka Ola. Achso, Kirgistan. Wo ist denn das? Kannst du mir das sagen? Ich gucke mir das einmal an. Wo Kirgistan ist. Ist das auch in der Nähe? Ich habe das ja noch nie gehört. Ah, hier. Du hast... Okay. Ach, die haben ja auch kyrillische Schrift oder was, ne? Ah ja. Okay. Das habe ich schon nie gehabt bei GeoGuessr. Okay. Na gut, okay, ich war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Dafür, dass ich keine Ahnung habe. Ja. Ich bin mit mir zufrieden. Ah ja, das sieht schon ein bisschen nördlich. Äquatorial aus, nördlich. Die sind auf jeden Fall in der nördlichen Hemisphäre, sag ich jetzt mal. Ja.
Es sieht ziemlich bewaldet aus. Das kann natürlich auch wieder alles sein. Das Problem ist, dass hier wirklich gar nichts ist. Ne? Was ist denn hier los? Ich darf nicht geradeaus. Ich muss hier auf den komischen roten Feldweg. Das will ich aber nicht. Ich will wieder zurück. So, da hinten ist ein rotes Gebäude. Das war da, okay, Briefkasten ist USA. Ein USA Briefkasten. Blaue Tonne. Ob da Papier drin ist? Man weiß es nicht. Ich fürchte nicht. Neues Gebäude. Sieht aus wie USA, ne? Wäre meine erste Vermutung. Schon wieder der rote Weg, sag mal. Bin ich jetzt im Kreis gefahren oder was? Ich will da nicht lang. In der Richtung so. Wer der rote Weg, der kommt wieder. Okay, typisches Häuschen. Ich würde jetzt einfach mal tippen. Ne, ich würde nichts tippen. Oh, guck mal, hier sind wir schon auf irgendeiner Hauptstraße. Da ist doch schon mal was. Rechtsverkehr. Ich bin immer noch in den USA, würde ich sagen. Das hat sich jetzt noch nicht gewandelt, diese Einstellung. Da ist irgendwas, was ich nicht lesen kann. Kann ich es jetzt lesen? Nein. Na gut. Hier ist ein Farmer. Viel Farming und so. Das heißt, wir sind vielleicht, ich würde schätzen, mittlere USA. Mittel-USA. Vielleicht nördliches Texas oder so. Nördliches Texas wäre jetzt mein erster Guess, würde ich sagen. Guck mal, hier gibt es eine schöne Kirche. Das ist doch fein. Baptistenkirche, was? Randall Boulevard, was? Hä? Randall, ich glaube, kann das zweite Wort nicht lesen. Ich rate USA Maine. Okay, Maine ist, das könnte auch sein, ne? Also wenn man so Serien sieht, die da spielen, ne? Das sieht ähnlich aus, ne? Für mich sieht das da aus wie ganzen Stephen King, Ortschaften hier, ne? Derry und so, ne? Aber die gibt es ja auch in Wirklichkeit, oder? Also die gibt es ja auch, glaube ich, auch hier, ist ja irgendwo auf der Karte. Typischer Truck. Was steht drauf? Nix. Kipplaster. Okay. Ich gehe einfach mal gucken, einfach mal hier, weil ich bin nicht sicher, ob ich jetzt noch was finde hier. Wie gesagt, ich würde hier irgendwie nördliches Texas holen, ne? Irgendwie hier sowas. Hier so vielleicht. Da irgendwie sowas, ne? Sieht aus wie bei Stand By Me. Achso, ja, okay. 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 Ist das die nächste Kirche oder ist dieselbe Kirche? Bin ich sicher. Das ist eine andere Kirche. 4 Jahre alte. Okay, was haben wir da? West. Ich hab, kann das nicht lesen, ey, sag mal. Ist das wichtig, was da steht? Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Aber hier eine Menge Kirchen, ne? Könnt auch im Watt. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde eher. Also heißt das so, ja? Da, guck mal, da steht ein großes Schild. Da steht doch bestimmt irgendwas Wichtiges drauf hier. Nein, steht nichts Wichtiges drauf. Ja, okay, dann rate ich einfach, ne? Weil ich glaube, ich komme hier so nicht weiter, ne? Schade, ich wollte irgendeinen Ort mal auf einen Meter genau raten. Aber das bleibt mir verwehrt, so wie es aussieht. Okay, ich rate jetzt nördliches Texas, ne? Also das ist mein Guess, ich weiß halt nur nicht, wo genau. Eher hier rüber, ich würde eher östlich schätzen. Hier irgendwo, würde ich sagen. Hier vielleicht. An der Grenze. Hier vielleicht irgendwo. Na, es ist. Es muss grüner sein, ne? Vielleicht hier. Oder hier. Na, bei Arkansas. Ne, komm, ich bleib bei North Texas. Scheiß drauf. Vielleicht wäre eher hier rüber.
Na komm, ich klicke einfach mal irgendwo drauf hier. Da. So. Tausend Kilometer weg. Die sind hier. Woodland. Woodland. Bundesstaat, keine Ahnung. Bundesstaat Atlanta, Alabama. Alabama ist das wohl, oder? Ist das Alabama noch? Ja, an der Grenze zu Georgia. Joa, ne? Na gut, okay. 1000 Kilometer ist schon ein bisschen was, ne? Geschätzt. Mhm. Oh, Kringelschrift. Und Englisch. Kringelschrift und Englisch. Wenn sie schöner aussehen würde, würde ich ja Singapur nehmen. Ne? Aber hier sieht es aus wie hier beim Indianer und unterm Bett. Aber Kringelschrift. Oh, Vietnam. Ach du Schande, Vietnam. Okay, kann ich jetzt irgendwas damit anfangen? Also, kann ich das noch eingrenzen? Ich bin nicht sicher. Schaffe ich das noch irgendwie einzugrenzen? Das ist die Frage. Kann ich die Ortsnamen lesen? Ah, guck mal, hier ist sogar noch hier irgendein Stadthaus oder so. Industry, was? Oder Dingens of Industry and Commerce. Also gibt es anscheinend so eine Art, also Ministerium. Ist ein Ministerium nicht eine Hauptstadt? Was ist denn die Hauptstadt? Ich bin sowas von unwissend. Bestimmt Hanoi oder so, hä? Ist das die Hauptstadt? Sehe ich das vielleicht irgendwo mit dem Ministerium für hier für Marketing? Ne, wer ist das? Marktwirtschaft? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Was heißt das nochmal? Für Industrie und Commerce. Commerce ist doch sowas. Sehe ich das vielleicht hier irgendwo? Ach du Scheiße, ich aber. Kann ich das eingrenzen, ist die Frage. Nicht sicher. Ich kann das gar nichts lesen hier. Nee, komm. Das ist, obwohl hier ist was. Center Cheetah. Lincoln Center. Ist schwer. Schwer. Ob ich das finde, das ist nämlich die andere Sprache hier. Ich glaube, das kann ich hier nicht finden, glaube ich. Dafür ist die Sprache ist da im Weg. Na komm, da soll ich einfach froh sein, dass ich hier. Ich wäre froh, wenn es die Hauptstadt ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es erstens die Hauptstadt ist und zweitens gehe ich davon aus, dass das Ministerium in der Hauptstadt ist. So. Würde ich sagen, oder? Besser geht's nicht. Au! Ist das Vietnam noch? Nee, das ist Thailand. Achso, das heißt gar nicht Vietnam, das heißt Vientiane. Ah. Ja, das hätte ich im Leben nicht gefunden. Oh, die thailändische Botschaft ist hier. Ministerium of Industry and Commerce. Hier ist es ja. Joa, ne? Okay, aber so gesehen, wenn ich ganz weit rauscrolle, dann habe ich es gut gemacht, ne? Ah, herrlich. Okay. So, ziemlich staubig hier. Rechtsverkehr. Laos auf der Weltmap habe ich auch noch nicht oft gesehen. Okay. Okay. Ich habe mich von Vietnam irgendwie mitreißen lassen. Ich habe keine Ahnung wieso. Wir haben hier Rechtsverkehr. Wir haben dicke Autos. Wir haben wahrscheinlich USA. Dicke Autos, Rechtsverkehr. Jetzt suche ich direkt nach den Fahnen auf den Gebäuden. Aber es gibt keine Gebäude. Verdammt. Alter, ist das so staubig hier? So neblig. Wow, ganz viele Straßen hier. Das muss doch. Hier ist ein Schild. Das Schild. Schild. Ich muss da hin. Lass mich raus. Ich muss da hin. Hier, wie komme ich da hoch? Ich muss da hoch. Ich muss irgendwie hochkommen. Ich fahre da rechts und fahre da hoch. Fahr da hoch. Sofort. Nein, so hoch. Nein, nicht unten drunter. Hoch. Du Notenda. Da komme ich ja hoch.
du hier, wie ich hier mit meiner Pantherflagilität, ne, wie ich hier auf die Brücke hochkomme, ne? Hahaha. Habe ich gut gemacht, oder? So, jetzt haben wir hier Schilder, ne? Schilder. La Frontera Boulevard. Ist Colorado oder was? Keine Ahnung. Colorado. O'Connor Drive. Dafür habe ich jetzt den ganzen Aufwand gemacht. Für O'Connor Drive. Colorado Road oder was? Ich habe keine Ahnung. Ist das nur eine Road? Ist das nur eine Straße? Dafür habe ich den Aufwand betrieben, um hier hochzukommen. Jetzt will ich hier da runter. Dann sind neue Schilder. Ich muss da runter. Lass mich da runter. Ich will da runter. Da runter. Ich will runter. Lass mich runter. Oh, jetzt komme ich nicht mehr runter, ne? Ist das ein Hickhack? Oh, da ist noch ein Schild. Ah, oh ne, ist nichts Neues. O'Connor Drive. Wer will denn freiwillig zum O'Connor Drive, bitteschön? Was ist hier? Ah, oh, da haben wir was, oder? Wells Branch. PKWY. Wells Branch. Howard Lane. Ah, Wells Branch sagt mir gar nichts, aber hinten sind noch mehr Schilder. Er ist ein Hauptverkehrsknotenpunkt, oder? Alles vier, achtspurig. Lauter Autos, lauter Schilder. Oder bin ich hier in der Nähe von der Grenze oder was? Pay by Mail. Achso, kann ich so bezahlen. Ist ja schön. Okay. Noch habe ich keine Ahnung, ne? Aber es ist relativ voll überall. Ja, machen wir was. Hier haben wir Roadside Maintenance, Roy Georgeson. Was? Lass Roy aus dem Spiel. Schofield Ridge. Park Avenue oder was ist das? Keine Ahnung. Schofield Ridge? Mit dem russischen Stern hier. Schofield. Ist das nicht der von Prison Break? Michael Schofield? Ich glaube schon. Don't mess with Texas. Oder ist das nur der Sponsor Texas? Nein. Das ist bestimmt Texas. Das ist bestimmt Texas. Das ist bestimmt Texas. Hier ist noch mehr Texas. Austin, Texas. Du liebes, nettes Auto. Ich hoffe, du bist nicht weit weg von deiner Firma. Da bist du nämlich schon Austin. So, dann haben wir vielleicht schon hier gute Karten. Ne? Wir könnten gute Karten haben, weil das ist schon ein riesen Verkehrskomplex hier. Aber riesig ist der. Soll ich das mal suchen hier? Wells Branch. Ist da, was heißt ein Park? Was heißt denn das? PKWY. Irgendwas mit Way oder was? Irgendwas mit Howard Lane? Kann man das irgendwie sehen? Parkway. Also das heißt also Wells Branch Parkway. Was ist eine Parkway? Was ist das? Ist das eine Straße oder was? Parkway oder ist das? Keine Ahnung. Parkway. Wells Branch. Muss das dann hier irgendwo stehen vielleicht? Das ist auf jeden Fall eine riesen Verkehrsanlage, das da, ne? Wo mehrere Straßen aufeinandertreffen. Hm. Bringt das was ich hier gerade mache? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das hat keinen Mehrwert. Was ich hier gerade tue. Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich versuche immer so mit Glück zu arbeiten. So, vielleicht sehe ich ja irgendwas. Doch, das macht keinen Sinn, ne? Oh, guck mal hier. Neubraunfels. Das ist ja witzig. Ne, ich glaube, das hat keinen Sinn hier. Ich muss, glaube ich, vielleicht... Ne, das macht keinen Sinn, glaube ich. Eine Straße, die meist durch den Park geht, wo deswegen schwere große Fahrzeuge wie LKW verboten sind. Ah ja, so ein Ding ist das. Okay, das merke ich mir mal. Parkway. Aber das ist eine... Guck das mal an! Guck das mal an! Du siehst nur Straßen, so groß ist das Ding. Das muss ich auch auf der Karte sehen. Wo bin ich jetzt auf einmal? Das muss ich doch finden, das da. Howard Lane oder was? Aber Howard Lane ist ja keine Stadt, die kann ich hier nicht sehen. Aber die Straße da, die muss ich doch in der Nähe von Austin zu sehen sein. Das muss da ein Riesenteil sein hier. Na, so was hier, ne? Muss ein Riesenteil sein. Aber wie kann ich denn das Ding finden? Wie kann ich das aushändig machen?
Ich meine, die Ortschaft sehe ich ja hier nirgends, ne? Austin ist ja schon eine große Stadt. Aber hier ist ja gar nichts zu sehen von der großen Stadt. Hier ist eine Mautstelle, ne? Copperstone. Ist ja schön. Eine Mautstelle anscheinend. Ja. Okay, jetzt bin ich gerade durchgefahren. Schofield Ridge. Schofield Ridge. Ridge ist ein Canyon oder was? Ridge ist hier eine Schlucht, ne? Finde ich sowas hier aber was? Schofield Ridge. Wie ist denn die hier gekennzeichnet? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay, Austin. Wo ist denn Austin dann? Was steht denn hier oben? Nee. Ich habe gedacht, da steht eine Nummer. In der anderen Richtung, wo geht's denn in diese Richtung hin? Nein, keine Ahnung. Alter, ich bin nah dran. Ich vertraue hier gerade die ganze Zeit meine Country Streaks, weil ich vergesse, dass neue Länder. Ah ja, da waren irgendwas habe ich gelesen. Dass neue Länder geaddet worden sind, ja. Hab ich irgendwo gelesen. Aber schon länger her, glaube ich, ne? Schon ein paar Wochen. Was haben wir hier? Eine Radio und was hier? Ich sehe kein Austin, Leute. Ich sehe kein Austin, ne? Das kann nicht Austin sein, das ist. Oder doch? Vielleicht schon. Was ist das? Ja, egal, ich glaube, ich höre auf zu suchen. Ich komme nicht metergenau an irgendwas ran, ne? Keine Chance. Das ist Austin hier, ne? Ich bin mittendrin wahrscheinlich. Wells Branch, ist das ein Ort oder was? Ich suche jetzt Wells Branch in Austin. Hier ist Spring Branch. Da muss ja auch irgendwo Wells Branch sein, oder? Wenn nicht, da kriege ich jetzt einfach irgendwo hin. Verdammt. Ja, ich klicke einfach irgendwo hin. Ist ja okay. Ist ja okay. Da muss doch irgendwo, aber irgendwie muss es doch da eine riesen Straße geben. Okay. Eher nördlich oder eher Wells Branch? Hier ist Wells Branch. Hier ist Wells Branch. Okay, ich bin nah dran, glaube ich. Ich bin sehr nah dran. Ich bin nämlich hier, sehe ich. Diesen Ortsteil sehe ich. Und zwar wahrscheinlich von dieser Brücke, von dieser Straße aus. 100%, so ist es. Das heißt, ich befinde mich gerade hier irgendwo und guck links runter und bin von da gekommen. Oh, das ist ein guter Guess von mir, oder? Ich bin gespannt. New Life Austin, ist das vielleicht hier irgendwo markiert? Texas Roadhouse müsste dann vor mir sein, das sehe ich wahrscheinlich nicht. Was ich aber sehen würde, ist hinter mir Inka Schicke, ne, sehe ich nicht. Was ist denn eigentlich New Life Austin, was soll das sein? Stars Towing. McDonald's. Soll ich einen McDonald's suchen gehen? Achso, ich habe hier gar nicht angefangen. Habe ich vergessen. Ich habe hier gar nicht hier angefangen. Das heißt, ich muss ja wieder weiter zurückgehen. Wie weit denn zurück? Oder bin ich schon oben gekommen? Nee, das kann nicht sein, oder? Oder doch? Oder doch? Nee, ist gar nichts, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Oder? Ui, ganz viel auf einmal. Naja, es muss von der anderen Seite, ich muss von der anderen Seite gekommen sein. Von hier irgendwo. Aber so viel Ort gab es gar nicht zu sehen. Ich bin jetzt verwirrt, ne? Ich bin jetzt gerade verwirrt. So viel Ort gab es gar nicht zu sehen. Das heißt, ich bin vielleicht hier und guck nach links. Kann auch sein.
Da bin ich von hier gekommen. Da bin ich hier. Das ist das. Das ist der Komplex bestimmt. Ist das der Komplex, wo ich war? O'Connor Drive. Das war doch. Da bin ich schon hergekommen. O'Connor Drive sagt mir nämlich was. Ich bin O'Connor Drive. Ich gehe mal wieder an Start zurück. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich klicke einfach drauf. Um das hier zu rekonstruieren. Ich glaube, da habe ich keinen Nerv für. Na ja, komm, ich klicke einfach drauf. Na komm, ich sage einfach mal hier. Irgendwo in der Nähe bin ich hier. Komm, ich klicke einfach. Oh! Alter, ich bin jetzt sehr überrascht von mir, ja. Okay. Nicht schlecht. Der war super. Wow. Okay, ich bin jetzt gerade sehr erfreut, ne? Unfassbar, oder? Unfassbar. Der war super. Da kann man nichts sagen. Der war super. Kindertagesheim. Kindertagesheim? Wollt ihr mich verarschen? Altpapier? Oh, oh. Deutschland kann es ja nicht sein, ne? Es kann also in Österreich oder Schweiz sein, oder wie? Geht das? Geht das in Österreich? Darf man Deutschland? Ist Deutschland drin? Also, dass doch einiges ist, dann ist in Deutschland doch verboten, oder? So, okay. Dann gehen wir mal vor und unvoreingenommen rein und checken, dass man... Ja, ist drin, okay. Ich habe nie Deutschland gehabt, glaube ich. Also, nie so, Neubau von 5 Reihenhäusern, also von wegen nur größere Städte oder so, ne? Okay. Was haben wir hier? Die Rotenhäuser Damm. Aha. Ja, auf keinen Fall Transporter gucken, die kommen von überall her. Die gehen jetzt nach Straßenschildern, nach Straßenschildern. 20 Großstädte. Ah, okay, okay. Jetzt kommen die Insider-Informationen. Die brauche ich. Ja gut, 20 Großstädte in Deutschland, das sind ja schon alle, ne? Deutschland hat gar keine 20 Großstädte. So, okay. Also Straßenschilder habe ich ohne Ende, ne? Ohne Ende. Jetzt bräuchte ich noch irgendwas anderes. Was ist denn hier? Hubert, sowieso 4. Oktober in Hamburg. Ist das Hamburg? Sind wir in Hamburg? Würde vielleicht Sinn machen, ne? Hamburg. Hä? Das würde Sinn machen. Gesamtschule Wilhelmsburg. Hört, hört? Hört, hört. Gesamtschule Wilhelmsburg. In Hamburg vielleicht. Bei uns im Ecke ist halt nichts. Ja. Also scheiße, ne? Schade, meine ich. Scheiße, nicht schade. Okay, ich suche jetzt die Gesamtschule. Wie heißt die nochmal? Wilhelmsburg. In Hamburg. Gesamtschule Wilhelmsburg, da muss ich aber ziemlich nah ran, ne? Kann das sein? Da ist er, Wilhelmsburg. Jetzt kann das wahr sein. Unfassbar. Okay. Wie viel Glück hat man denn hier in dem Spiel? Ist ja Wahnsinn. Okay. Gesamtschule. Gesamtschule? Gesamtschule. Ich bin auch zu weit weg, glaube ich, ne? Ich muss näher ran. Hier ist auch noch. Was ist das hier? Eine Schulmütze. Das ist eine Schulmütze. Helmut Schmidt Gymnasium. Malteser Stift. Ich brauche noch mehr Schulmützen. Wo sind die Schulmützen? Da ist eine Schulmütze, aber die habe ich ja schon, oder? REBBZ. Was suche ich nochmal? Gesamtschule. Ich bin nah dran, aber ich finde es halt nicht, ne? Wie weit geht denn Wilhelmsburg? Da unten ist auch noch Wilhelmsburg. Da ist auch noch was. Was ist das hier? Stadtteilschule. Nein! Leute, kommt mit euren Schulen klar. Schule an der Burgweide. Kita Otto Brenner Schule. Straße. Was ist das für eine Schule? Ein Kita ist das. Das ist keine Schule. Kinderbauernhof, was?
Ja, ich fühle mich so nah, aber ich finde es einfach nicht, ne? Ah, mon Dieu, oh la la. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ich bin hier, muss ich doch irgendwo finden. Hat die vielleicht einen anderen Namen oder was? Vielleicht heißt die irgendwie. Nee, ist einfach nur Gesamtschule. Das musst du hier irgendwo stehen. Die ist nicht drin vielleicht. Was ist denn das hier für eine Schule? Nee, Gymnasium. Elbinselschule. Die habe ich eben auch noch nicht gesehen, ne? Kita auf der Höhe. Ja, zum Glück sind die auf der Höhe. Ne, ich bin da irgendwie, ich hab's nicht so irgendwie. Oder muss ich weiter nach Süden oder wie? Ich bin so nah dran, ne? Und ich find's einfach nicht. Okay, dann muss ich weitersuchen, ne? Dann darf ich mich nicht an der Schule aufhalten. So leid mir das tut. Das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich finde die Kackschule nicht. Obwohl so groß ist dieses Wilhelmsburg ja gar nicht. Wie heißen denn die Straßen? Vielleicht komme ich da. Georg Wilhelm und Bonifatiusstraße. Vielleicht bringt das irgendwas. Georg Wilhelm, Bonifatiusstraße. Aber wieso hole ich eigentlich die Nebenstraßen? Das ist eine Hauptstraße. Georg Wilhelm. Das muss doch eine riesige Straße sein. Georg Wilhelm, sag mal, es muss nur eine riesen Straße sein. Ich habe keine Ahnung, ich bin zu blöd. Zu blöd. Ich bin zu blöd. Georg Wilhelm Straße finde ich nicht. Vielleicht brauche ich einen anderen Anhaltspunkt. Hansaflex. Aha. Nee, also hier gibt es aber so viel. Doch, hier ist die Georg-Wilhelm-Straße. Haha, hahaha. Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück kann man haben? Okay, dann suche ich jetzt nur die Bonifatiusstraße, die irgendwo einbiegt, oder? Ich gehe mal zuerst noch nach Norden. Was ist das da? Zieglerstraße, nein. Nein. Da ist die Bonifatiusstraße. Na, hallo. Okay. Okay, wir befinden uns also umgekehrt. Das heißt, ich komme von da unten. Ich meine von da oben. Ich komme von Norden. Das heißt, wenn ich jetzt nach Norden zurückfahre, rede ich da richtig jetzt. Ne, genau, dann muss ich jetzt da weiter hochfahren, ne? Das Problem ist aber jetzt, ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich muss wieder zum Start zurück. So, und jetzt muss ich hier die Straße rausfinden. So, die Straße hier. Wie heißt die denn? Hier haben wir doch was. Der Rotenhäuser Damm ist das. Hier ist die Rotenhäuser Straße. Da ist die Straße, oder? So, da brauche ich jetzt nur den Rotenhäuser Damm. Hier ist der Rotenhäuser Damm. Hier ist der Rotenhäuser Damm. Okay, wir sind also in dieser Straße hier. So, okay. Da geht's zum Rotenhäuser Damm. Ecke Rotenhäuser Straße. So, wir sind jetzt gerade an dieser Ecke hier. Und wir sind von da oben gekommen. Das heißt, wenn ich jetzt umdrehe, müsste ich irgendwann auf meiner linken Seite ist. Ne, sehe ich wahrscheinlich nicht. Aber irgendwann kommt Rotenhäuser Bastide oder so, wenn ich mich umdrehe. So. Oh, links ist so ein Stadion oder was? Das muss ich doch sehen. Das ist bestimmt doch das komische Ding hier, ne? Rotenhäuser Tweete. Und hier ist irgendwas. Ist das Kommissariat oder was? Hier. Ja, klar, die andere Straße suche ich ja jetzt.
Das müsste dann der Roten Häuser Thiele sein. Das ist richtig. Aber hier steht kein Straßenschild hier. Na, ist die Roten Häuser Straße. Was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich bin gerade. Bin ich zu weit gefahren? Nee. Okay, der Roten Häuser Damm ist ziemlich groß, ne? Das heißt, ich bin jetzt Roten Häuser Damm weitergefahren. Ich bin jetzt hier erst, so. Hä, ich bin gerade, also bin ich doch von hier gekommen. Und nicht, ich bin nicht hier, ich bin hier. Alter. Alles klar, Last Kiwi. Man sieht sich. Vielen Dank für die Hilfe, ne? Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine gute Nacht. Okay, ich bin also hier irgendwo. Und hier ist auch die komische Schule, die ich ihm gesucht habe, wahrscheinlich. Ich bin irgendwo hier. Ich gehe nochmal zum Start zurück. So, rechts von mir beginnt doch irgendein... Warte mal, stopp, Start zurück. Hinter mir ist doch dieses komische Feld, oder? Genau, das beginnt quasi da, wo ich stehe. Hier. Das heißt... Irgendwo beginnt ein Haus. Wo ist das Feld? Rechts oder links von mir? Rechts. Das heißt, links von mir ist der Beginn eines Hauses. Das ist das Haus hier. Das heißt, ich muss noch einen Schritt zurück. Ich bin quasi hier. Geht's noch genauer? Das heißt, ich sehe Richtung Platz sehe ich noch ein Gebäude auf der einen Seite hier. Hier. Na gut, ich sehe es nur Wald, ne? Wahrscheinlich ist da ein Gebäude. Okay, na, genauer kriege ich es hin, oder? Muss das ein Top-Guess sein, das da? Meter genau? Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? So soll es sein. Genau so soll es sein. Sehr gut. Ah, schon beendet. Okay. Okay, dann mache ich jetzt vielleicht noch einmal einen Battle Royale. Hä? Wie geht das? Battle Royale, hier, zack. Spielen. Distanz Battle, was heißt das denn? Country Battle. Da Distanz Battle, oh, das habe ich nie gesehen. Ist das neu? Ich mache das einfach mal. Was ist das? Ich muss ganz nah ran, oder wie? Was ist das? Lass Kiwi, bleib hier. Lass Kiwi, was ist das? Was mache ich hier? Distanz Battle, was heißt das? Was heißt Distanz Battle? Wie sieht's denn hier aus? Sind das die Anden oder was? Was heißt Distanz Battle? Was heißt das? Ich habe das noch nie gehabt. Was? Protejamos nuestra careta no la destruyas. Si, señor. Das sind die Anden, ne? Will ich mal ganz will ich einfach mal sagen hier Anden Chile. Zack. So, wie geht denn das? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss hier. Was ist der Sinn der Sache? Das heißt mal 4, was heißt denn das schon wieder? Alle haben mal 4 mal 5. Oh, keine Ahnung. Was heißt das hier? At this moment you have the cut. You've made the cut. Your guess was 1100 Kilometer und ich bin qualifiziert. Ah, so geht das. Cool, das macht Spaß. Okay, alles klar. Okay. Es geht also nicht um Länder, sondern einfach nur um Distanz. Ne? Wie komme ich hier raus? Was ist das, Griechenland oder was? Ist das Griechenland? Habe ich also nur diesen Zeitdruck da oben. Also ich kann nicht vorher rausfliegen. Naja, ich weiß, dass ich mir nicht geraten habe. Kort, hilf mir. Ist das Griechenland? Komm, ich mach Griechenland. Scheiß drauf. Ich mach Griechenland. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
Oh, ich bin rausgeflogen. Wo bin ich denn? Wo war denn das jetzt? Hä? Montenegro? Oder was? Naja, okay, aber das mache ich nochmal. Das hat Spaß gemacht. Das war ja witzig. Oh, das ist ein cooles Spiel, gefällt mir. Besser, also gefällt mir besser als diese Länder Battle Royale. Okay. Also, wir sind hier, haben europäische Autos. Marzigakna, Empoli, was ist das? Ist das Polen oder was? Nee. Osteuropa. Oh, hier haben wir bestimmt Pisa, ist das Italien. 47 Kilometer. Aber wo? Wo ist denn Pisa überhaupt? Keine Ahnung. Was haben wir denn noch zur Antwort? Firenze. Was ist denn noch nah? Empoli. Was ist Empoli? Ey, ich weiß nicht mal, wo Pisa ist, ne? Das ist ja hier. Ist das im Süden? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mich mal mehr dafür interessieren sollen, irgendwann mal, ne? Ja, ich war so weit weg, ne? Wo war ich denn? Hä? War ich das da? Nö. Wo war es denn gewesen? Da wäre Pisa gewesen, oder? Empoli, ah, ja, tatsächlich. Hä, wo war ich denn? Wo habe ich mich denn ge Hä, ich weiß gar nicht, wo ich hingetippt habe. Hä? Achso, ich habe gar nicht ge ah, ich habe gar nicht gegessen. Ich habe gedacht, ich hätte gegessen. Ah, bin ich blöd. Na, ja, okay. Okay, was ist das für ein Symbol hier? Was heißt das? Ups. Ups. War das blöd? Ich habe gar nicht gegessen. Ich habe nur drauf geklickt. Ich habe gedacht, das gilt schon. Okay, macht nichts. So, was haben wir denn hier? Ich weiß es nicht. Linksverkehr, ne, ist Rechtsverkehr, sorry. Das kann nicht Japan sein, oder? Das kann nicht Japan sein. Japan ist doch Linksverkehr. Das ist Thailand oder Malaysia. Also in einem von beiden ist Linksverkehr. Rechtsverkehr. Das ist Taiwan, ist das. Ich glaube, das ist Taiwan, oder? Nee, China, die haben kleinere Zeichen. Und da gibt es keinen Geogesser. Ich würde sagen, das ist Taiwan. Ey. Irgendwo hier am Arsch der Welt, Taiwan. Jetzt rate ich aber. So. Ich glaube, Japan Linksverkehr, Taiwan Rechtsverkehr. Bin mir aber nicht sicher. Aber China gibt es, glaube ich, nicht. Okay, ich habe eh geraten. Jetzt ist es egal. Oh, 51 Kilometer. Holla die Waldfee. Hier war ich. War das geil oder war das geil? Okay. Nicht schlecht. Mir kann man nichts vormachen. Haha. Okay. Weiter geht's. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Schon wieder Osteuropa, hä? Schon wieder Osteuropa. Das sieht wieder alles so zerranzt aus. Naja, Hauptsache, es ist keine kyrillische Schrift. Polen oder was? Vielleicht. Bulgarien oder so. Was ist das hier denn? Ah, hier steht doch was. Ist das Türkei oder was? Nee, oder? Nee, das ist kein Türkei. Das ist hier Slowenien oder so Scheiße oder was? Was gibt's denn noch? Serbien oder sowas, oder? Slowakei? Ich muss noch raten, ne? Kroatien vielleicht. Slowenien. Ich rate einfach mal dahin. Ich bin knocked out. Oh, wo war es denn gewesen? Slowakei. Das war das nicht meine erste Wahl gewesen? Schon wieder verloren. Sommer. Mist, was ist denn los? Was stimmt nicht mit mir? Finnland, Schweden, Dänemark.
Guck mal, das ist doch, da will man mal hin, oder? Wie sieht das denn, wie geil sieht das denn aus? Guck das mal an. Nebelschwaden, Gebirge, Wasser, bestimmt kalt wie Sau. Das ist doch scheiße, das ist doch super, super schön hier. Norway. Okay. Bei Norway bin ich bei dir. Meinst du, ich finde da jetzt noch irgendwas? Oder soll ich einfach mal, ich muss jetzt blau raten. Ich habe eh keine Zeit. Okay, Norway am Meer oder was? Also, ja gut, die Steilküste ist vielleicht in der Nähe von Bergen. Ich klicke einfach mal Bergen. Scheiß drauf. Okay. Man weiß es nicht. Mist! Was? Grönland? What the fuck? Guck mal, da war ein... Okay. Hä? Da gibt's einen Ort? Tatsächlich, da gibt's einen Ort am Arsch der Welt. Hier gibt's 5000 Meilen nichts. Außer dieser Ort. Der heißt Arsuk. Alter, ich hätte auch Skandinavien getippt. Ja, so ist er nicht. Aber das ist der Wahnsinn, oder? Guck mal, hier gibt's nichts. Es gibt nichts. Unfassbar. Maximilian 1021, Hallöchen. Ja, klar, lass sie mitmachen. Ich bin für jede Hilfe erfreut. Ich habe gerade diesen Modus hier zum ersten Mal gesehen. Ne? Also ich habe immer... Oh, ich darf weitermachen. Ich habe gedacht, ich bin raus. Nächstes neues Spiel, ne? Unbedingt, genau. Ich kannte nur Battle Royale mit Länderraten. Und dieses Distanzraten habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Insofern, ja, sehr gerne. Ich habe gerade ein Schild übersehen, weil ich jetzt gerade bin. Ich bin hier ganz hibbelig. Ich bin nicht jetzt hier. Was ist das? Was? Zulder, Zichtlar. Das könnte Holland sein, oder? Ist das Holland? Ich glaube, das ist Holland oder so. Oder Belgien oder so ein Dreck. Nee, Quatsch. Spaß. Das sind unsere europäischen Nachbarn, ja. Ich drücke einfach mal irgendwo in der Nähe von Amsterdam. So. Also, ich muss ja noch raten, ne? Aber bevor ich rate, könnte ich vielleicht noch. Bisschen umgucken. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas mit hier. Ne, ich ist einfach als Kreisverkehr hier. Ich habe keine Ahnung. Ich rate jetzt einfach mal. Oh Gott, ob das Holland ist. Ich habe ja überhaupt nichts gesehen. Das wäre ja Wahnsinn. Das wäre ja Wahnsinn. Glaube ich nicht. Ui, ich bin kaputt, oder? Ich bin weiter. Was ist jetzt? 42 Kilometer? Bitte? Unfassbar, oder? Okay. Hab das gestern auch gesehen. Und ja, du musst die Startposition erraten. Das war letztens mein Fehler. Ja, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal gesehen, ne, dass das hier der neue Modus ist. Okay, ich bin hier. Aber das war jetzt krass geraten, oder? Unfassbar. Wie viel Glück kann man haben? Okay, hier sieht es mir wieder sehr osteuropäisch aus. Polen oder so. Wäre mein erster Guess. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Nee, das sieht aus wie Serbien, oder? Oder Polen. Das könnte auch Polen sein. Ich kenne mich mit der Sprache nicht so gut aus, ne? Kann ich nicht sehen. Ich würde Polen sagen. Aber ich bin nicht sicher. Koop-Markt. Wo gibt es einen Koop-Markt? Kennt sich jemand aus? Kann man nicht mit in die Runde rein? Oder geht das gerade nicht? Achso, ja klar. Ich hab das noch nie gemacht, ne? Muss mich ein bisschen dirigieren. Ich mache jetzt einfach mal Polen. Aber ich fliege eh schnell raus hier. Ah, komplett falsch gelegen. Wo war ich denn? Ungarn. Oh. Okay. Nein, lass mich doch. Ich bin doch ausgenockt. Wieso? Ich lass mich doch raus. Wieso macht er schon wieder was? Ich habe X gedrückt. Achso, die spielen weiter, ne? Okay, was soll ich tun? Ungarn, scheiße, Port, tut mir leid. Okay. Also wenn ich dich verstanden habe, Maximilian, willst du hier mitspielen, ne? Wie mache ich denn das? Was soll ich tun? Muss ich dich irgendwo als Freunde einladen oder so? Freunde? Oder wie geht das? Such nach anderen Spielern. Soll ich dich da suchen? Ah, Niki ist dabei, ja, sehr gut. Du kannst, glaube ich, als Pro eine Runde machen, aber frag nicht, wie das geht. Was soll ich jetzt tun, Maximilian? Wie willst du mitspielen? Du hast ja geschrieben, kann man mit in die Runde rein. Was soll ich tun? Willst du hier irgendwie mitspielen oder so?
Hey, Tristan. Guten Tag. Ansonsten adde ich dich irgendwo. Du kannst, glaub, den Link irgendwo teilen, aber keine Ahnung. Den Link? Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll. Play with Friends? Soll ich das machen oder was? Aber ich habe keine Friends. Oder wie geht das? Battle Royale Distanz und dann. Ah, hier, den Link hier. Ist das der Link? Soll ich den einfach kopieren? Oder was? Ich habe keine Freunde. Das ist ja geil. Bei dem Spiel muss ich ja irgendjemanden adden. Ja, soll ich den einfach in den Chat adden oder was? Und dann? So. Ich mache alles, was du sagst. Ne? Ich bin da sehr. Ah, da geht's was. Okay, noch jemand oder wie? Es geht aber nur, wenn jemand dafür das Spiel bezahlt hat oder wie? Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt einfach mal starten oder was? Zu zweit. One-on-one, Baby. Das wäre ja cool. Ich habe auch keine Ahnung. Also, ich starte dann jetzt, ne? Weil wahrscheinlich wird kein anderer reinkommen, ja? Okay, ich starte einfach mal. Okay. Dann wird es halt ein One-on-one, Baby. Okay. Achso, auf Deutschland. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das nächste Mal. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay, also, auf geht's. Auf geht's. Egal. Okay, wir haben hier einen See, ne? Das ist ein schöner See, aber kein großer See. Also schließe ich schon mal aus, dass das irgendein bekannter See ist. Sondern eher ein unbekannter See, aber wir sind trotzdem in Europa und zwar wieder mal im Osten von Europa. Wir haben hier Rechtsverkehr, also bin ich schon mal ganz richtig. Wir sind schon wieder irgendwo. Ah, guck mal, hier haben wir was. Ach nee, wir sind nicht im Osten. Ah, was ist das für eine Schrift? Das ist griechisch. Nee, es ist nicht griechisch. Das ist hier. Wie heißt das? Bulgarien, ne? Das ist Bulgarien. Und zwar sind wir in der Nähe von hier. Keine Ahnung. Also ich muss raten, ne? Ja, genau, Tristan, ist klar. Ich hoffe, wir sind in Bulgarien, aber ich bin nicht sicher. Okay. Ah, schon verloren. Was? In Polen? Wie komme ich auf Bulgarien, bitteschön? Okay, ja, schon verloren hier. Okay, machen wir nochmal. Was heißt denn hier Deutsch? Wie soll ich das einstellen mit Deutsch? Deutschland. Kannst du auf Deutschland? Das steht aber nirgends, oder? Hier steht nur Battle Royale Countries. Ah, Quatsch. Distanz. Mal geraten, okay. Da müssen wir noch machen, ne? Keine Wahl. Oh, was ist das denn? Das ist aber bekannt. Das ist aber bekannt. Nur ich weiß nicht wo. Ist das skandinavisch? Ist das skandinavisch? Man weiß es nicht. Ah, da sind noch Faden dran. Wieso gucke ich nicht nach den Faden? Wir sind in Belgien. Das ist Belgien, aber wo Belgien? Das ist Belgien, was ganz, ganz großartig Tolles, würde ich sagen. Ein richtig tolles, da mache ich Brüssel oder was? Ja? Brüssel vielleicht, was haben wir hier für Gebäude? Irgendwas Großes, Museum vielleicht? Ne, es sieht nicht aus wie ein Museum. Oder? Das sieht nicht aus wie ein Museum. Was gibt es denn noch zur Auswahl? Ja, ich mache einfach mal raten. Grand Place vielleicht. Raten. Oh! Was? 2 Kilometer? What? Yes! Yes! Aber du warst auch nicht weit weg, ne? Du warst auch nicht weit weg. Das Belgien war ja schon mal richtig, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. Das machen wir nochmal, oder? Bam. Okay. Der war gut. Der war nicht schlecht. Okay, oh je, wo sind wir hier denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, guck das mal an, hier Melonen hier. Guck dir diese Melonen an. Ich liebe Melonen. Sehr schön. Das ist eine Fahne. Die Fahne sagt uns bestimmt, wo wir sind. Aber ich habe keine Flaggenkunde. Oh, was ist das für eine Schrift?
Was sagt uns die Flagge hier? Ich kann das nicht erkennen, ne? Könnt ihr nicht mal richtig wehen hier im Wind? Okay. Das sieht man hier aber nach einem nordafrikanischen. Oder? Ist das indisch? Ne, es ist nicht indisch. In indisch ist doch die Kringelschrift, oder? Das ist bestimmt Tunesien oder so, Quatsch. Oh je, ich bin komplett falsch bestimmt. Da. Tunis. Schnell raten. Oh, ich hab gewonnen! Oh, ich war in Tunesien, richtig? Are you serious? Yes. Wo hast du denn geschätzt? Ankara. Ja, ich war kurz auch in der Türkei, aber da dachte ich, nee, die machen viel mehr Üs. Ja. Und das war so eine Kringelschrift. Das war jetzt keine türkische Schrift, ne? Wenn du den Satz von gerade eben zu einer Frau sagst, schaut euch mal an, was die... Ja, das war ja... Ja, Christian. Ich hab's ja auch damit verbunden, ja. Ich wollte ein bisschen witzig sein. Ja. Aber gut, dass du das nochmal erklärst. Finde ich gut, Tristan. Okay, alles klar. Nochmal. Okay. Kann man eigentlich noch ein paar mehr Spieler einladen? Also wir 2 und 8 Randoms. Geht das auch? Das wird vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, oder? Oh, ich habe noch Joker hier. Ich wusste ich gar nicht. Warum sagt mir keiner, dass ich hier Joker habe? Ich habe Joker. Was können die eigentlich, die Joker? Hä? Und jetzt? Was bringt... Ach so, ich habe jetzt vergessen, Dings zu machen. Ah, ich habe vergessen, jetzt Distanz zu machen. Wir machen jetzt Länderraten, ne? Alles klar. Dann sind wir hier... Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich schaue gerade nebenbei. Okay. Was heißt... Achso, okay, ja. Alles klar. Wenn nicht, gucke ich gleich mal, wenn wir hier fertig sind. Ja, jetzt habe ich Länderraten gemacht, ne? Aber aus Versehen. Okay, dann sind wir hier in SL. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist Südamerika. Ich habe keine Ahnung. SL. Ich mach Brasilien. Stimmt zwar nicht, aber ich bin durch, ne? Kann ich auch weiterraten, oder wie? Playa Strand. Ja, Playa Strand, ja. Ah, ist egal, ich wollte das ja eh nicht machen, das da. Spanien? Was ist Spanien? Okay. Mal gucken. Invite Friends. Aber ich kann jetzt nicht auffüllen, ne? Was ist, wenn ich jetzt den Modus ändere? Wenn ich jetzt diesen da mache? Kann ich jetzt Play with Friends? Ein Private Game, ne? Schade, also ich kann jetzt anscheinend nicht. Also ich kann anscheinend nicht zusammenspielen mit. Also, oder? Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich nichts mehr machen, ne? Ne. Oder muss ich dich vorher einladen? Ne, das geht auch nicht. Ne, müssen wir. Okay. Ändert sich eigentlich die Adresse da unten? Oder muss ich jetzt ein neues Ding machen? Browse Maps Germany Invite Friends. Was? Ich hab was Neues. Browse Maps Germany Invite Friends. Ja. Germany. Wo ist Germany? Wo steht denn das? Hier bestimmt irgendwo, oder? Spanien, Großbritannien? Weitere offizielle Karten. Deutschland. Und dann Invite Friends. Herausforderung vielleicht oder was? Freunde einladen. Und dann, du kannst Personen auch einladen, indem mit folgende. Ist das Ding hier oder was? Kopieren, einfügen. So. Muss ich jetzt hier warten oder was? Oder wie geht das? Muss ich jetzt irgendwas drücken? Per URL, habe ich doch gedrückt. Soll ich dann Spiel starten machen, ne? Wahrscheinlich.
Bin ich jetzt allein oder was? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Ich bin in Deutschland jetzt, ne? Bist du drin? Ach so, auch wenn wir schon spielen. Das heißt, ich kann jetzt einfach weiterspielen hier. Oder wie? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gebe es zu. Ich habe keine Ahnung. Wir sind bei Siemens, ne? 5 Runden, ja. Wie, 5 Runden? Bist du jetzt dabei oder bist du nicht dabei? Hä, ich bin komplett verwirrt, ne? Ich bin jetzt verwirrt. Ich mache einfach mal. Ich spiele jetzt einfach mal, ne? Okay. Ich habe ja nichts. Ah, okay, alles klar. Gut, dann habe ich es verstanden. So, wir sind bei Siemens. Und zwar im Europhotel. Etap-Hotel, Entschuldigung. Wer weiß, will sich wissen, wo Siemens ist. Wie, Siemens ist doch überall. Siemens ist doch einfach überall. Ich habe keine Ahnung. Ah, der Genosse ist da. Der Trilogs Dude. Du musst nicht langsam ins Bett gehen hier. Was hast du denn für eine Schicht? Du bist doch viel zu spät. Guck mal auf die Uhr, Kollege. Regensburger Straße. Nürnberg. Ich bin in Nürnberg. Habe ich eigentlich eine Zeitbegrenzung? Nee, ne? Hä, ist doch blöd, wenn man keine Zeitbegrenzung hat, oder? Ist das nicht blöd? Was muss ich denn eigentlich raten? Distanz oder was? Ich bin bei Siemens Nürnberg. Das suche ich jetzt. Ich suche jetzt Siemens. Kann man das so finden eigentlich? Ist das erlaubt? Ich suche jetzt hier Siemens. Und dann klicke ich einfach drauf. Und dann habe ich gewonnen, oder? Das ist mein Plan. Das ist mein Plan. Ich klicke einfach auf Siemens und habe gewonnen. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Es sei denn, vielleicht finde ich überhaupt keinen Siemens, ne? Das kann natürlich sein. Voss. Was ist ein Voss schon wieder? Vielleicht bin ich auch falsch. Ich glaube, ich finde hier auch Siemens um. Das ist ja Wahnsinn. Das Ding ist ja riesig. Ich habe gedacht, es geht ruckzuck hier. Netto habe ich hier. Warte mal kurz, Dennis. Ich muss mal gerade gucken hier, ob ich hier alles... Ob ich hier Siemens finde. Ganz, ganz wichtig. Bin ich überhaupt noch in Nürnberg? Ja, ich bin auch in Nürnberg. Ich finde doch kein Siemens hier. Ich kann ja jetzt nicht stundenlang suchen, für Dreck Siemens zu finden. Sag mal. Ikea habe ich. Ikea habe ich schon mal. Saturn habe ich. Aldi Süd, Lidl, Obi. Ja, scheiß auf Siemens. Mir egal. So, ich klicke jetzt einfach irgendwo hin. So, wo ist denn hier Nürnberg? So, hier Siemens. Raten. Oh! Okay, aber das ist blöd, wenn wir jetzt ohne Zeitlimit machen, ne? Muss erst um 8 Uhr wieder in Hand und Fuß fesseln, Steine kloppen. Ah, shit. Okay. Den Standort der Flagge rechts. Was noch? Hier links? Okay. Was klar. Aber ich glaube, wir sollten, glaube ich, hier mit Dings machen, oder? Mit Zeitlimit. Dann ist es interessanter, ne? Kann man das einstellen im Nachhinein? Nee. Warte, ich mache ein neues Spiel, oder? Ich mache ein neues Spiel. Deutschland hast du gesagt. Mach mal Deutschland. Deutschland. Wo ist denn Deutschland? Wie habe ich das eben gemacht? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ne, machen wir jetzt. Ich guck gerade, wo hier bekannte Quatsch. Welt. War das nicht hier irgendwo? Ich finde das nicht mehr. Ich bin blöd, ne? Auf der ganzen Welt. Hä? Ich bin komplett durch, ne? Ich finde es nicht. Vereinigte Staaten. Hier war das da irgendwo. Da Karten durchsuchen war es. Karten durchsuchen. Ja, okay, okay. Soll ich? Ja, von mir aus. Ich bin dabei. Ich glaube, ich finde es zwar jetzt, ne, weil ich habe jetzt Karten durchsuchen gemacht. Aber wenn du willst, mir ist das egal, ne? Deutschland spielen hier, oder? So, jetzt machen wir hier das Ding aus. Machen wir Zeitbegrenzung. Okay, ich mache jetzt. Zeitbegrenzung, sagen wir mal. Machen wir es interessant. Machen wir 2 Minuten oder 1,5 Minuten? 2 Minuten? 1,5 Minuten? Oh, 1,5 Minuten. Oh ja. Das wird toll. Okay, okay. Freunde einladen. 1,5 Minuten. Okay, okay. Per URL. Dann klicke ich das Ding wieder in den Chat.
Nehmen wir mal 1,5 Minuten, ne? Wenn, dann machen wir es richtig. Okay. Dann starte ich jetzt, oder was? Wenn ich jetzt starte, geht aber die Zeit los, oder wie? Die Zeit tickt ja jetzt, ne? Okay. Okay, ich bin jetzt in einem Museum, oder was? Rundgang, Sammlung. Muss ich wissen, wo, in welchem Museum ich bin? Weiß ich doch nicht. Hallo? Wow! Ein Museum in Deutschland, was ziemlich bekannt ist. Was könnte denn das sein, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. Münster oder was? Hannover? Berlin? Hamburg vielleicht? Okay, vielleicht Hamburg, ne? Ich würde sagen Hamburg, aber warum? Ich meine, also, hä, was ist das? Gleich marschiert ist hier aber richtig. Was? Gleich marschiert ist hier richtig? Wegen Deutschland oder was? Jawohl! Ausgang WC. Ah, der WC. Den kenne ich. Da war ich ja mal. Der ist hier in der Nähe. Wir sind hier. Leider ist aufgrund eines technischen Defekts ein technischer Notstand eingetreten. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, Leute. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie da. Aber es sieht interessant aus. Ich mache einfach mal Hamburg, was wahrscheinlich komplett falsch ist. Gibt es hier ein Museum vielleicht? Kann ich irgendwo gerade mal ein Museum abchecken? Museum vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ey. 7 Sekunden noch. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwo draufklicken, ne? Oh je! Yeah. Um Gottes Willen! Guck mal hier, guck mal Maximilian an. Leck mich am Arsch, ey. Der hat genau gewusst, wo es ist. Der wusste es genau. Er hat genau gewusst. Hier, Ruhrgebiet, Drecks, Düsseldorf. Verdammt! Hamburg. Okay. Ein Rettungsschild. Ohne Witz jetzt. Da hat das drauf gestanden. Unfassbar. Fleischwurst. Wie jetzt Fleischwurst? Ich glaube, geht noch Fleischwurst. Okay, was haben wir hier? Gemüse. Oh, guck mal. Schön. Orangen. Gar nicht teuer. Kann man holen. Vielleicht sollte ich mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Vielleicht macht das mehr Sinn. Okay, wir haben hier einen Markt. Frisch wie Müller. Die Architektur, was könnte das denn sein? Viktualienmarkt. 1000 Mal gehört. Ist das München oder was? Ich habe keine Ahnung. Schon 1000 Mal in meinem Leben den Markt gehört, aber ich habe noch nie mir behalten. Hier, das ist auch München hier. Guck das mal an hier. Okay. Okay. Ich sag jetzt mal, es ist München, aber wo in München? Das steht doch bestimmt irgendwo, oder? Viktualienmarkt oder so. Dreck. Marienplatz. Wir sind doch bestimmt hier irgendwo in der Nähe, oder? Was zum Teufel, seit wann ist man in den Gebäuden drin? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Eine sehr gute Frage, ich weiß es echt nicht. Viktualienmarkt, ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich habe gedacht, der wäre in München, ne? Shit. Ich rate einfach mal. Oh, ich bin nicht schlecht, oder? Maximilian, wo ist er? 4000 muss ja in der Nähe sein, oder? Ich sehe dich gar nicht. Hä? 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 Achso, ein Kilometer. Da bin ich. Wie weit bin ich denn? 315 Meter! Achso, okay. Yes! Yes! Das nenne ich mal ein Guess, oder? Ist das der Viktualienmarkt? Ah ja, steht auch da. Viktualienmarkt. Okay, alles klar. Alles klar. Eine deutsche Nationalhymne, ja oder nein? Nationalhymne. Nein, ich singe jetzt nicht. So, wir sind hier. Keine Ahnung, wo wir sind. Was ist das hier? Ein Auto von Karl Menz und Söhne. Ah, die Söhne sind das. Okay, ich muss mich beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Beroliner Automobile. Oh, was ist denn hier los? Blumen. Blumendingens. Was gibt's hier? Hier kaufen sie Kamener Damm. Oh shit. Oh shit. Wie viel Zeit habe ich noch? 45 Sekunden. Ey, Alter, ich weiß nicht, wo ich bin. Keine Ahnung. Ah, der hieß am Arsch der Welt, der LKW-Dingens. So, hier ist eine Riesenkreuzung. Hier muss doch irgendwas zu sehen sein. Noch 30 Sekunden habe ich Zeit.
Hier muss doch irgendwas zu sehen sein. Was haben wir denn hier? Tempelhof. Tempelhof ist doch. Marienhof ist doch Berlin, oder? Ist das Berlin, oder? Tempeldingens. Wo soll ich noch draufklicken? Wie viele Sekunden habe ich noch? 10 Sekunden. Wie kriege ich das raus? Schöneberg. Tempelhof, wo soll denn das sein, bitteschön? 5 Sekunden habe ich noch. Shit. Shit. Oh, nee. Ah, doch, ich bin richtig. Der Maximilian ist falsch. Der war irgendwo in Stuttgart. Das Gott der Stuttgart. Da hier steht der Tempelhof, ja. Was war da los? Was war da los, Maximilian? Was war da los? Was stimmt nicht mit dir? Was war da los? Erklär es mir bitte. Warum Stuttgart? Warum? Das war Berlin. Okay. Ich glaube, ich warte nicht auf die Antwort. Ich mache weiter, oder? Oder schämst du dich jetzt, eine Antwort zu geben? Da komme ich mal weiter jetzt. Okay, ist okay. Ich habe dich verstanden. Ich mache es einfach weiter. Wir vergessen das Ganze. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Du musst spielen, was? Kapap. Was? Kapap. Was ist Kapap? Okay, wir sind hier. Was sind wir hier? Karlsruhe, Singen, Heilbronn, Ludwigsburg. What? Ludwigsburg? Berner und Wandel, ich wollte gerade sagen. Ich esse meine Pizza. Tristan, das ist interessant, dass du deine Pizza isst. Das muss ich mir aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Tristan isst seine Pizza. Wichtig. Ganz wichtig. Okay, Ludwigsburg. Wenn ich wüsste, wo das ist, ne? Ludwigsburg. Werbeagentur. Ach, die Werbeagentur. Shit, jetzt bin ich. Ich bin am Arsch jetzt, glaube ich. Ich bin am Arsch. Diesmal verkacke ich richtig. Ich verkacke richtig jetzt. Oh, nays. Der Tridox Dudejäger hat was geschrieben. Moment, ich muss gerade hier. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit. Was ist denn hier? Hier steht doch was. Klinik Charlottenhaus. Was? Shit, ich bin am Arsch. Shit. 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 Was mache ich hier? Frankfurt vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total am Arsch. Oh, aber Maximilian ist noch viel am Arscher als ich. Das ist die Steigerungsform. Ich wünsche dir noch was bis die Tage, mein Genosse. Denk immer dran, um 5:45 wird zurückgeschossen. Jawohl. Alles klar, Trilogs, Dude. Das war mir eine große Ehre. Wir sehen uns. Garantiert. Und denk an die Gorgonzola-Nudeln. Alles klar. So. Okay, ich habe richtig verkackt und der Maximilian hat noch viel verkackter als ich. Ja. Puh, Glück gehabt. Okay. Dann geht's weiter jetzt. Wir sind hier. Sanität. Was? Sanitärstechnik. Mir egal. Es ist mir egal. Es juckt mich nicht. Wir sind hier bei Wirt. I am so freaking bad. Arsch. Ja, Entschuldigung. Denk an die Gorgonzola-Nudeln. Ganz wichtig. Ja. So, wo bin ich denn hier? Bei Obi. Was noch? Keine Ahnung. Ich bin bei Obi. Nimm den Win und such in Hamburg. Nimm den Win und such in Hamburg? Okay, Zürich. Ah, ne, es ist ja nur ein Dings. Es ist ja nur eine Versicherung. Wir sind in Deutschland. Was soll ich in Zürich? So, Zeit 44 Sekunden. 44 Sekunden. Mazda-Händler. Hier ist ja alles hier. Dänisches Bettenlager. Hier ist eine Kreuzung. Ganz wichtig. Kreuzung. Gib mir Schilder. Oh ne, ich habe bisher noch keinen einzigen Hinweis, ne? Noch keinen Hinweis. Null. Pitstop habe ich. Super. Hier ist was. Ein Auto. Das ist ein Straßenschild. Mein erster Hinweis, mein einziger. Mein einziger Hinweis. City, Alster City, Alster, Barmbek, Sasel. Die Alster ist doch ein Fluss in Hamburg. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich muss raten, ne? Hä? War ich zu spät oder was? Oh yes! Oh yes! Hab ich dich, mein Freund.
Ich habe nur Alster City gelesen. Alster ist ja hier in Hamburg, ne? Und du warst in Frankfurt schon wieder. Was hast du mit Frankfurt? Das stimmt was nicht. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Alles klar. Danke, danke, Tristan. Danke. Ich stelle mir gerade vor, wie du das singst, ne? Alles klar. Kein Hinweis. Okay, nächstes Spiel hier. Ich bin gerade gut drauf hier, glaube ich. Achso, ist schon vorbei. Ist Highscore-Anzeigen. Spiel beendet. Achso, das war's jetzt. Muss ich das neue Spiel machen oder was? Komm, nur eins mache ich, oder? Ja, ist okay, Tristan. Ich hab's verstanden. Ja, ist ja gut. Okay, wir machen nur ein Spiel, oder, Maximilian? Nur ein Spiel, dann war's das für heute, würde ich sagen. Aber das mit der Zeit ist doof. Na, mit der Zeit, das bringt ein bisschen, ein bisschen Würze in die Suppe, würde ich sagen. Oder? Das macht das Ganze ein bisschen interessanter hier. Ja, ja. Sonst kann man sich ja unendlich Zeit lassen. Das ist ja blöd, ne? Ich würde sogar fast sagen, wir machen noch eine Minute. Nein, ist okay. Anderthalb ist gut. Wo ist denn Deutschland? Deutschland ist weg. Du versalzt das Ganze bei mir. Ach, Quatsch. Sollen wir 2 Minuten machen? Ich kann mich einigen auf 2 Minuten. Ne, das dann mache ich nicht. Ich spiele Magic the Gathering. Weil ich das schon seit meinem 16. Lebensjahr spiele. Ja. Okay, machen wir 2 Minuten. Alles klar. Herausforderung, glaube ich, war es, ne? 2 Minuten Freunde einladen und dann die URL kopieren. Ist das kompliziert hier? 2 Minuten ist okay, alles klar. So. Okay. Vielleicht bringe ich das nächste Mal dazu noch Real Penguinish und Glass Kiwi mitzuspielen. Da wären wir schon 3-4 Leute, ne? Das wäre ja geil. Okay, Ich starte. Okay, dann schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal. Okay, ich habe jetzt noch keinen Hinweis. Wir haben eine Riesenstraße und eine Kreuzung. Kreuzungen sind immer gut. Kreuzung heißt nämlich Schilder. Schilder. Aber hier sind keine Schilder. Und ich kann mich nicht bewegen. Ich hasse euch. Lass mich doch mal bewegen. Shit. Das Gute ist, ich habe jetzt immer noch 1,5 Minuten Zeit, ne? Der Maximilian, der ist es nicht gewohnt, mit Zeit zu spielen, ne? Ja. Ich schon. Glaub mir, ich bin sehr gewohnt, mit Zeit zu spielen, ne? Kannst dir ein paar Streams von mir angucken, ne? Manchmal spiele ich habe einmal mit 30 Sekunden gespielt. Ist das witzig? Mit 30 Sekunden zu spielen? Ich sehe nur eine Straße hier. Was haben wir denn noch hier? Nepomuk-Apotheke. 1 Minute Zeit und immer noch kein Plan. Immer noch kein Plan. Ah, hier ist ein großes blaues Schild. Wo ist es hin? Hat einer geklaut. Ja, sag mal, wo ist das Schild hin? Hä? Was? Warum war das auf einmal weg? Ne, ist ein anderes Schild, das da. Ja, ich bin komplett verwirrt, ne? Dann hol ich halt die Schilder, die da vorne sind. Hä, wo sind sie jetzt hin? Sag mal, bei mir verschwinden Schilder. Okay, wir haben hier... Oh je, das ist ja... Hä? Berlin, Hannover, Bremen? Bitte was? Das ist hier überall. Das ist alles im Norden hier. Um Gottes Willen, ey. Alles ist aber nach links. Um Gottes Willen, wie soll ich denn da was raten, ey? Das ist hier überall. Oh je, diesmal verkacke ich, ey. Ich rate jetzt, aber ich habe verkackt. Ja, war klar. Das war klar. Ich habe mich von Berlin abbringen lassen, ne? Ja. Das habe ich einfach mitten zwischen Berlin und zwischen Hamburg gemacht. Volle Punktzahl. Ich sehe das gar nicht, oder? Ah ja, tatsächlich. Okay, du warst natürlich dann Punktlandung. Wie viel Meter warst du weg? Wenn man das fragen darf. 2 Meter oder so. 12 Meter! Ah, okay. Verstehe. Mhm. Okay, ich habe eine Kreuzung, aber ohne Schild, ne? Oh, was ist denn hier los? Kamera ist kaputt. Ja, ich fahre einfach mal weiter, ne? Ja. Wo habe ich jetzt draufgeklickt? Bayreuther Straße. Bayreuth. Es gibt so Bayreuther Festspiele, ne?
Ah, hier ist ein Schild, hier haben wir schon mal was hier. Was? Tempelhof ist schon wieder Berlin. Mache ich einfach mal Berlin in der Nähe von Dingens. Wie viel Zeit habe ich noch? Berlin in der Nähe von Tempelhof, wenn ich das finde. Wenn ich das finde. Pankow. Ich kenne mich nicht aus, ne? Hier ist Tempelhof. Hier ist der Flughafen. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Sekunden. Wo soll ich denn wissen, wo der Flughafen hier ist, bitteschön? Muss da nicht ein großes Flugzeug irgendwo abgebildet sein? Man weiß es nicht. Ah, ich gehe einfach mal weiter hier. Okay. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Mordsbetrieb hier, ne? Leisstraße oder so, ich habe keine Ahnung. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Sekunden bald. Na, ich rate einfach mal, würde ich sagen. Neu-Tempelhof ist das da. Egal, ich rate einfach mal. Naja, okay. Okay. Oh, habe ich. Hä, habe ich jetzt eine Runde gewonnen? Cool. Okay, wo wäre es denn gewesen? Okay. Interessant. Der Ionenschneider, das ist eine gute Frage, Tristan. Ich war letztes Mal kurz davor, wieder Alien zu spielen, aber ich habe es dann doch verworfen. Schauen wir mal. So, okay. Weiter geht's. Ausfahrt freihalten. Ah, die Straße. Ausfahrt freihalten. Die gibt es öfter in Deutschland. Café Hirsch. Ich raste gerade aus. Warum? Warum? Was war hier? Goldsteinstraße. Ja, hab's da doppelt hingeschrieben, ne? Alter. Ist das euer Ernst? Entweder kommen gar keine Schilder, es kommen die Schilder doppelt. Ja, ich habe hier gar keinen. Leute, ich habe jetzt noch keinen Tipp bekommen hier. Kein Schild, kein Tipp, nichts. Nichts mit Ü. Ah, oh, hier ist was. Rheinbrücken Kölnmesse. Ah, die Kölnmesse. Ich habe einen Tipp bekommen. Es heißt nicht mehr Doppelskill, sondern Doppelschild. Wahrscheinlich. So, okay, wir sind schon mal in Köln, ne? Wir sind in Kölle. Wir sind in Kölle. Wenn ich wüsste, wo die Kölnmesse ist, ne? Da war ich zwar schon mal in Wirklichkeit gewesen, aber das ist schon eine Ewigkeit her. Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Sekunden. Finde ich das Ding einfach so? Bin ich sicher. Hier. Vielleicht. Hier ist die Kölnmesse. Bin ich dann direkt in der Nähe von der Kölnmesse? Ich rate einfach mal. Zack. Yes, schon wieder! Yes! Ich hole auf! Okay. Aber du bist trotzdem noch vor mir, ne? Okay. Wie viele Runden haben wir noch? 2 Runden noch. Ach du Scheiße, Fußball. Ich hasse Fußball. Was soll ich denn damit machen jetzt hier? Europapark. Das ist Werbung. Wo ist denn das? Ich weiß nicht, wo das ist. Ist er denn hier irgendwo? Ich habe gedacht, ist er hier irgendwo. Ja, genau. Wo liegt das nur? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, in Bayern. Freising hätte ich im Angebot. Ich bin so schlecht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo Freiburg liegt. Das hat mich noch nie interessiert. Ich weiß, dass das mit Fußball zu tun hat. Ne? Hier ist ein Freiburg, aber wahrscheinlich falsche Freiburg. Es gibt ja mehrere Freiburgs, er ist bestimmt falsch. Ich habe keine Ahnung. Hier wird's mich bestimmt zernichten. Ich habe nämlich gedacht, das wäre nämlich in Bayern, aber es ist nicht in Bayern anscheinend. Es ist Freiburg. Freiburg.
Ne, es ist wahrscheinlich nicht ein. Ich meine bestimmt anderes Freiburg. Och nö. Och nö, ist das im Ruhrgebiet? Nee, oder? Kann nicht sein. Wie viel Zeit habe ich noch? 30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist das das eine Freiburg da unten? Das ist ein anderes Freiburg. 100% ist ein anderes Freiburg. 100% ein anderes. Da kann ich jetzt noch suchen hier. Gibt es hier ein Dings vielleicht? Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Sekunden? Wie viel Zeit habe ich noch? 6 Sekunden? Bürgerhaus, Messe. Keine Ahnung. Oh! Ich hole zwar auf, aber ich kann, glaube ich, nicht mehr gewinnen, ne? Stuttgart, ja. Ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen. Wie viele Punkte haben wir noch? Ich muss 3000 Punkte gut machen im Leben, ne? Da musst du ja komplett verkacken. Dann geht das noch. Aber ich habe die letzten Runden alle komplett gewonnen, ne? Das bringt mich nur nicht weiter, das ist das Problem. Okay, wir sind am Arsch der Welt hier. Ah, okay. Da war was. Hä, wo ist es hin? Hier war was. Herr Sammer! Macht ihr das extra? Keine Ahnung, wo das da sein soll. Ich kann da nichts lesen. Schau dir den Highscore an. Ja, du bist halt best. Du hast, weil ich die erste Runde komplett verkackt habe. Ja. Insofern glaube ich nicht, dass ich da noch eine Chance habe aufzuholen. Ne? Keine Ahnung, wo das da ist. Ich habe keinen. Und hier verkacke ich auch nochmal komplett, weil ich habe hier keinen Anhaltspunkt. Nichts. Nichts habe ich hier. HVV, welche ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich suche vergeblich nach irgendwelchen Schildern hier. Hier ist ein Straßenschild am Rosengarten. Ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Was ist hier? Nix ist hier. Ja, ich kann das Ding nicht lesen, ne? Hamburger Verkehrsverbund. Das ist immer schon mal in Richtung Hamburg oder was? Ja, gut. Ich wusste das ja nicht. Was war das hier für ein Schild? Da war ich eben schon gewesen. Ich bin im Kreis gefahren, glaube ich. Ich bin im Kreis gefahren, ne? Okay, ich habe hier jetzt eine Ortsangabe, aber die Orte, die da drauf sind, kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Kranz, Harburg, Finkenwerder. Wie viel Zeit habe ich noch? 7 Sekunden, das ist nicht lang. Na, okay. Ja, okay. Hab verstanden. Finkenwerder, das ist es ja. Ah. Okay. Du hast insgesamt 19.000 Punkte Highscore anzeigen, oder? Was muss ich machen? Ach nee, bist du. Okay. Ah, doch, ja. Doch, das sind sie, ja. Hier, das ist die erste Runde. Zweite Runde habe ich gewonnen. Dritte Runde habe ich gewonnen. Vierte Runde habe ich gewonnen. Fünfte Runde hast du gewonnen, okay. Und ja, okay, das war die Runde jetzt, ne? Ich habe nur die erste Runde komplett verkackt und du hast es komplett richtig gemacht. Ja, ich kenne mich nicht aus in Hamburg, ne? Ich bin Südwestdeutscher. Ich habe keine Ahnung von Hamburg. War ich in meinem Leben auch nur einmal. Ja. Na gut, okay. Ich würde sagen, ich beende diesen Stream mal. Aber hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, ist okay, ne? War sehr coole Runde. Ich hoffe, vielleicht können wir das nächste Mal so deichseln, dass der. Ich habe da zwei Leute am Start, die immer hier voll die Mega-Crack sind. Beim Geogesser. Der Real Penguinish und der Last Kiwi, der eben auch da war. Und ich hoffe, wir können das mal zusammen hier die Runde erweitern, ne? Obwohl ich keine Chance habe gegen die, weil die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Ja, ist nicht so Blödmannsgesocks wie ich. Ne? Die können das richtig gut. Die haben Ahnung, ja. Wenn ich dann googeln darf. Nein, Google ist verboten. Ja. Deshalb ist, glaube ich, auch das Zeitlimit ganz gut eigentlich, ne? Weil da kann man halt schlecht noch zwischendurch dann auch googeln und so, denke ich mal, dann ist es ein bisschen. Ja, ist der Druck halt da, ne? Den braucht man manchmal. Ne? Ja. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Test das mal aus, genau. Googeln, hallo, googeln ist schummeln. Alles klar.
Ja, meine Zuschauer dürfen das, ist ja okay. Speed-Googler, oh, oh. Dann müssten wir das Zeitlimit noch ein bisschen verkürzen auf 20 Sekunden oder so. 20, 30, 30 Sekunden, das wäre da mal was. Ja, das Beste wäre 30 Sekunden auf der Weltkarte, nicht nur Deutschland. Das wäre geil. Ja, da bin ich sehr gespannt, ne? Ich glaube, machbar. Ah, okay. Alles klar. Cool. Weltkarte, glaub nicht. Glaub mir, das mit der Weltkarte, das, okay. Ja. Aber wie gesagt, gegen Last Kiwi und gegen den anderen, gegen Real Penguinish, die erkennen Länder, keine Ahnung, an Bordsteinen und so, ne? Und an irgendwelchen Autos, die da rumfahren. Und da hast du echt keine Chance. Ne, aber ich würde mich freuen. Genau. Cool. Okay, Follow ist raus. Ich frage mich, wo mein Follow-Alarm bleibt. Follow-Alarm, hallo? Follow-Alarm. Was stimmt nicht mit dir? Du bist aktiviert. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis der Follow-Alarm kommt. Das kann nicht sein, dass der so viel Leck hat. Wir warten jetzt auf den Follow-Alarm. Der kommt bestimmt noch. Wo bleibt der Follow-Alarm? Wir warten jetzt so lange, bis der kommt. Da! Da ist er. Warum hat er aber eine ziemlich starke Verzögerung gehabt? Der war bestimmt gerade auf dem Klo. Follow-Alarm. Follow-Alarm, das nächste Mal kommt schon ein bisschen schneller hier. Ja. Ja. Der war am Örtchen gewesen. Das hat ein bisschen gedauert. Vielen Dank für den Follow, ja. Vielen, vielen Dank. Dann freue ich mich aufs nächste Mal auf jeden Fall. Finde ich schon traurig. Was denn? Dass der Follow-Alarm so lange gebraucht hat? Was? Das Miktor? Das Miktor? Was ist ein Miktor? Mikro, achso. Das war gerade laut. Das war auch Sinn der Sache. Ja. Es muss laut sein. Alles klar. Cool. Dann wünsche ich noch jedem hier einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht. Hier Kurt und Tristan und natürlich Maximilian natürlich. Vielen, vielen Dank für das tolle Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich heute zum ersten Mal gemacht, so mit Freunde einladen und so. Ne? Und hier diesen, hier, das hier, ne? Hier mit gegeneinander, das war geil. Call me Max oder Max. Okay, alles klar. Max, Max. Max oder Max? Mehr Englisch oder mehr Deutsch? Der Gott, der Max oder The Good Max? Der Gott, der Max ist bei mir. Da, also, der Gott, der Max. Jawohl. Alles klar. Ich kann es übertreiben, ne? Ich lasse es mal besser. Mit Deutsch und Deutsch. Das war das deutscheste Deutsch, was es gibt, oder? Ja. Okay, ich glaube, das ist ein anderes Thema. Wir lassen das jetzt. Ich wünsche, wie gesagt, noch allen angenehme Nachtruhe. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann, ne? Und danke fürs Follow. Vielen Dank. Tschüssi.